Kurzer Hinweis, bevor ihr euch das Video anschaut. Ich bin gerade durch die Hirschbachschlucht gelaufen und habe gedacht, ich hätte hier alles richtig gemacht. Denn hier sind überall Sperrschilder, hier sind ziemlich viele Wege gesperrt. Und ich habe immer geschaut, dass ich tatsächlich vermeintlich den richtigen Weg gewählt habe. Den habe ich aber wohl nicht gewählt, wie mir jetzt gerade hier beim Rückweg aufgefallen ist. Ich bin hier oben auf so einer breiten Forststraße nämlich unterwegs. Und diese Forststraße führt vom unteren zum oberen Wasserfall. Und das ist tatsächlich aktuell der richtige Weg, wenn ihr das Ganze hier besuchen wollt. Der Weg unten am Wasser entlang, der ist wirklich gefährlich. Also der ist auch nicht ganz so geil. Solltet ihr nicht nehmen. Wie gesagt, ich bin den wirklich unwissend gerade eben gelaufen. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich euch das Videomaterial vorenthalten soll, ob ich es vernichten soll. Aber wenn der Weg nachher repariert ist, wenn hier alles wieder saniert ist und ungefährlich, dann ist es natürlich ein richtig, richtig geiler Weg, eine richtig schöne Tour. Aber aktuell, wie gesagt, nehmt den Forstweg hier oben, der ist sicher, der ist gut zu laufen und dann kann auch überhaupt nichts passieren. Moin zusammen, ich bin heute in Morhard unterwegs und werde hier gleich die bekannten Wasserfälle besichtigen. Viel Spaß! Geparkt habe ich hier am P3. Hier oben gibt es nämlich mehrere Parkplätze. Denn vor allem am Wochenende und im Sommer ist hier wirklich die Hölle los. Das Ganze hier ist natürlich auch kein Geheimtipp mehr, sondern gehört tatsächlich, ich würde fast schon behaupten, zu den bekanntesten Ausflugszielen in der Region. Ich habe an diesem Parkplatz geparkt, weil von hier ist es wirklich nur ein Katzensprung bis hin zum unteren Wasserfall. Man kann ihn hier auch schon hören, durchs Dickicht auch schon sehen. Der ist direkt vor mir, das sind nur ein paar Meter durch den Wald. Da werde ich jetzt gleich hinlaufen, dann runter zum Wasserfall klettern, das ein oder andere Bild machen und dann geht es weiter zum hinteren Wasserfall. Ein Stückchen weiter vorne geht es jetzt hier weiter über diese Brücke. Hier rechts werden wir gleich zum hinteren Wasserfall entlanglaufen. Wir besuchen aber, wie bereits erwähnt, erstmal den unteren Wasserfall. Den kann man hier schon sehen, also wir stehen quasi direkt oberhalb von diesem Teil und ich würde behaupten, dass das auf jeden Fall der bekanntere der beiden Wasserfälle ist. Also ihr könnt hier tatsächlich bis ganz runter zum Wasserfall laufen. Da müsst ihr einfach hier diesem Trampelpfad folgen. Da braucht ihr aber definitiv festes Schuhwerk, denn das ist eine kleinere Klettertour. Also nichts Wildes natürlich, aber ich sage jetzt mal, wenn man hier mit Chucks oder Straßenschuhen unterwegs ist und wenn es ein bisschen feucht ist, dann kann es einen hier schon ganz schön böse reinschlagen, denn hier geht es schon ein paar Meter runter. Ja, wie ihr sehen und auch hören könnt, das Teil ist schon recht mächtig und es ist auch ein wirklich, wirklich tolles Fotomotiv, denn man kann hier hinten quasi direkt an den Wasserfall hin, kann an das Stativ hier in diesen kleinen Bach stellen und dann wirklich perfekt diesen Wasserfall mit einer Langzeitbelichtung ablichten. Ich bin jetzt wieder hier zurück über diese Brücke gelaufen und biege jetzt hier rechts ab, diesem Weg am Bach entlang.
Von hier sind es circa noch 2 Kilometer bis zum hinteren Wasserfall. Da war ich tatsächlich auch noch nie. Also den vorderen, den kenne ich. Da habe ich auch schon hin und wieder Bilder gemacht. Zum hinteren bin ich aber tatsächlich noch nie gekommen. Also ich habe letztes Jahr hier mal einen Versuch gestartet. Da war es dann zwischendrin aber irgendwann so matschig und sumpfig, dass ich abbrechen musste, weil es zu gefährlich geworden ist. Ich denke aber, heute dürfte es kein Problem sein, denn hier ist zwar ein bisschen feucht am Boden, aber grundsätzlich deutlich trockener und geregnet hat es auch schon eine Weile nicht mehr. Von dem her soll es eigentlich heute kein Problem sein. Ich bin jetzt hier diesem breiten Forstweg ein Stück gefolgt und hier kommt ein Schild, auf dem steht, dass der Bachweg gesperrt ist. Datum ist 27.08.2021, also der ist tatsächlich schon eine Weile gesperrt. Man kann jetzt zum entweder hier oben weiterlaufen oder hier auf diesem Forstweg bleiben. Ich hoffe mal, die meinen damit auch wirklich diesen Weg hier, denn es war jetzt nicht ganz eindeutig, welcher Weg eigentlich gesperrt ist. Ich vermute aber, dass es da drüben links der Bachweg ist. Das ist der Weg, da bin ich letztes Jahr quasi gestartet und dann grandios gescheitert, wie ich bereits erwähnt habe. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal hier auf diesem breiten Weg, laufe den mal entlang. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich zum hinteren Wasserfall komme und vor allem, wann ich dort ankomme. Und hier weiter oben sieht man jetzt auch, welcher Weg tatsächlich gesperrt ist. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das der Weg ist, den ich letztes Jahr laufen wollte. Auf dem Schild steht jetzt auch, dass da irgendwelche Felsabbrüche sind und dass der Weg einfach aktuell nicht begehbar ist. Gut, jetzt wird es mir auch klar, warum. Weil wie gesagt, da bin ich letztes Jahr drin gesteckt und nicht mehr vor, nicht mehr zurückgekommen. Deswegen hier immer weiter auf diesem breiten Forstweg. Der ist auch relativ einfach zu laufen. Und ich denke, dass wir hier tatsächlich zum hinteren Wasserfall kommen werden. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, ist wirklich wunderschön hier. Heute ist natürlich auch noch extrem ruhig, weil an einem Freitagnachmittag verirren sich hierher tatsächlich relativ wenig Leute, was ich wirklich gut finde. Aber das Ganze hier ist ein riesiges Naturschutzgebiet. Da ist auch vieles sehr ursprünglich noch gelassen. Also wenn man jetzt hier mal hochschaut, da sieht man überall sind noch solche Äste und Stämme heruntergebrochen, die schon übermoost sind. Dann hat man hier wirklich nur diesen Trampelpfad. Also der Weg hier hinten, der wird auch tatsächlich jetzt ein bisschen wilder. Also spätestens hier seid ihr dann mit Turnschuhen oder mit Straßenschuhen tatsächlich ein bisschen verloren. Aber wie gesagt, also in Summe ist es wirklich, wirklich schön hier. Und hier rechts auch immer dieser kleine Hirschbach, der hier mit kleinen Kaskaden entlangläuft. Ich kann leider jetzt nicht runter, um da irgendein Bild zu machen, denn wie gesagt, dieser Weg am Bach selber, der ist gesperrt. Ich vermute auch, dass der irgendwo da unten entlang gehen müsste. Aber wie gesagt, da klettere ich heute auch sicherlich nicht runter, wenn er schon dran steht, dass es irgendwie gefährlich ist und man es lassen sollte. Und wenn ihr genauso gern fotografiert wie ich, dann ist das hier natürlich das absolute Eldorado. Auch hier hinten ist es so eine kleine Kaskade, da könnte man jetzt die Kamera aufbauen und eine tolle Langzeitbelichtung machen. Und der Weg, der geht jetzt hier gerade an diesem Bach entlang, das heißt, man kommt auch relativ nah hin. Ich bin jetzt ein paar Meter weiter gelaufen und hier am Baum ist zum einen ein Schild für den Rettungsbereich, was ich ganz gut finde, und auch noch mal so ein normales Wegschild. Deswegen denke ich tatsächlich, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin. Arg weit dürfte es eigentlich nicht mehr sein, bis hinten zum Wasserfall. Und ich glaube, dass ich dann tatsächlich auch auf der Straße, die hier oben ist, dann nachher zurücklaufen kann. Ich würde hier gerne noch ein paar Bilder machen. Also hier gibt es wirklich viele kleine Flecken, wo man tolle Langzeitbelichtung machen kann. Aber es wird schon langsam dunkel. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, damit ich noch zum Wasserfall komme und vor allem auch wieder sicher zurück zum Auto. Ja, hier hinten, da wird es jetzt deutlich wilder. Also ich bin da vorne in so einem Matschloch eingesunken und sehe jetzt aus wie die Sau.
Hier liegen auch überall so Felsen im Wasser, wobei die schon länger da liegen, da ist Moos drüber gewachsen. Der Weg, der geht jetzt hier tatsächlich an diesem kleinen Bach entlang. Also ich habe auch keine Absperrung gesehen, deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass das tatsächlich der aktuelle Weg ist. Ja, und je weiter wir Richtung hintere Wasser verlaufen, umso wilder wird diese Schlucht. Also die Ränder hier rechts und links, die sind auch jetzt wirklich hoch. Also da könnte ich jetzt nicht einfach so hochklettern, sondern muss ich jetzt tatsächlich durch die Schlucht weiterlaufen. Überall so kleine Brücken hier über den Bach und wie bereits mehrfach erwähnt, tolle, tolle Ecken, um Fotos zu machen. Ja, und jetzt bin ich endlich angekommen und ich muss sagen, das ist beeindruckender, als ich es erwartet habe. Hier vor mir ist so ein etwas größerer Wasserfall, also die beiden hier hinten, die beiden Wasserfälle, die sind auf jeden Fall auch höher als der vordere Wasserfall und es sieht einfach wirklich beeindruckend hier aus. Ich muss allerdings mal schauen, ob ich hier vorne überhaupt weiterkomme. Ich dachte nämlich, dass ich hier irgendwie weiterlaufen kann und dann oben auf dieser Straße rauskomme. Also hier hinten müsste auch nochmal ein Parkplatz sein, wie ich vorhin gesehen habe. Allerdings bin ich mir tatsächlich jetzt gerade nicht ganz so sicher, ob hier ein Weg lang führt. Egal, wenn nicht, laufe ich einfach den Weg, wo ich gekommen bin, wieder zurück. Und jetzt werde ich erstmal noch die Kamera aufbauen und das letzte vorhandene Licht hier nutzen, um diesen Wasserfall bzw. vielleicht auch noch diesen anderen Wasserfall, also beide Wasserfälle, abzulichten. Ich bin jetzt direkt hier unterhalb von dem hintersten Wasserfall und hier geht tatsächlich ein Weg nach oben, weil da ist ein Geländer und da oben ist ein Parkplatz. Da werde ich jetzt noch hochlaufen, weil wie ihr seht, es ist schon ganz schön dunkel. Ich bin froh, dass ich hier jetzt nicht mehr zurücklaufen muss und deswegen laufe ich jetzt hier gleich diesen kleinen Trampelpfad hier hoch und werde dann hier oben diese Fahrstraße zurück zu meinem Parkplatz laufen. Ich bin jetzt hier oben angekommen. Was ganz cool ist, hinter mir ist so ein Staubecken mit so einer Schleuse vorne dran. Wenn man die aufmacht, kann man die Wassermenge von dem Wasserfall steuern. Ich hatte gerade Glück, dass oben zwei waren, die aufgemacht haben, wo ich Bilder gemacht habe. Deswegen ist das ein oder andere Bild dabei, wo wirklich viel Wasser in diesem Wasserfall war. Was ich auch gesehen habe, hier vorne sind wieder Sperrschilder für diesen Weg. Deswegen, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, welchen Weg ihr hier nehmen dürft. Also ich habe keine Absperrung überquert. Ich bin quasi immer den Schildern entlang gelaufen. Aber trotzdem gibt es hier extrem viel gesperrte Bereiche, weil es hier auch wohl recht gefährlich ist. Deswegen, wenn ihr herkommt, passt auf jeden Fall auf, wo ihr langlauft und lauft auf keinen Fall irgendwie in einen abgesperrten Bereich rein.
Ich mache mich jetzt auf dem Rückweg zum Parkplatz. Hier hinter mir ist so eine breite Straße, die führt direkt wieder zurück zum Auto. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt auf einem breiteren Weg laufen kann, denn es wird schon langsam dunkel. Und hier links von mir am Wasserfall sind jetzt auch gerade Eiszapfen runtergebrochen. Deswegen ist dieser Weg zurück nicht ganz so geil. Zumal ich eh glaube, dass relativ viel hier gesperrt ist. Aber ich kann euch ganz ehrlich nicht sagen, was jetzt hier der legale Weg ist oder nicht. Also ich dachte, dass ich tatsächlich immer wirklich so gelaufen bin, dass ich keinen abgesperrten Bereich betreten habe. Ansonsten lohnt sich ein Besuch aber auf jeden Fall. Viele tolle Fotomotive, tolle Touren könnt ihr hier machen. Hier könnt ihr auch endlos weiterlaufen. Am Wochenende würde ich nicht unbedingt herkommen. Da ist hier Land unter. Und auf jeden Fall festes Schuhwerk mitbringen. Ansonsten hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr hier irgendwelche anderen Tipps habt, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer der obligatorische Hinweis, abonniert meinen Kanal, denn nur so verpasst ihr kein Video mehr von uns. Ich werde jetzt Gas geben, damit ich rechtzeitig zurück beim Auto bin. Und deswegen bleibt mir nur noch eins zu sagen, wir sehen uns.